Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich fahre heute wieder nach Münster, wohin soll es denn sonst gehen? Ich habe Urlaub und ihr begleitet mich dabei, denn wir werden dort ein bisschen chillen, werden ein paar Themen aufgreifen, zu anderem, was ich gestern erlebt habe auf Instagram. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben und falls ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, jetzt kostenlos abonnieren. Es lohnt sich auf jeden Fall und ich würde mich sehr freuen, falls ihr meinen Kanal übrigens auch teilt. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich im nächsten. So, Alter, das ist auch schön, aber weißt du, ich werde schon so. Alter, sie hat mich gerade geschlagen, Leute. Dieses Mädchen hat mich geschlagen. Scheiße, du willst nicht. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Primark. Wir waren schon beim Piercer. Wo ist dein Stativ? Und ja, ich hatte keinen Bock auf mein Stativ. Leute, I'm professional, I don't need that. Ja, so, ja, wir gehen jetzt weiter. Ach ja, falls ihr mit deren Video sehen wollt, dann hinterlasst mal einen Kommentar. Dann können wir... Werbung. Warte, noch mal, Capri-Sanne. Werbung, fickt euch EU, fickt euch Deutschland, fickt euch alle. Wo ist Aubrey? Ach, da. Okay, guys. Mysterious back. Was, ja? In Primark. Ja? Sehen wir uns da wieder? Michelle, I miss you, falls du das siehst. Ich weiß nicht, ob Timo das drin lässt. Natürlich lasse ich das da drin. Wäre ja doof, wenn nicht, oder? So, we are now in Primark. Und werden ein bisschen shoppen, beziehungsweise dieses Girl braucht neue Flipflops. Und sie hat richtig geile Schuhe gefunden, aber... Zeigen wir euch später. Genau. Und I don't know. Ich weiß nicht, what I become next. So, ja. Die Flipflops? Ja. Ja, okay, sind jetzt auch nicht so meine Favoriten. Warte hier. Ey, die gibt's für dich, Mann. Kostet auch dann das Dreifache. Auf jeden Fall wollen wir noch nachher ins Zalando Outlet gehen. Gucken, was da geht. Ich denke mal, das sieht so aus wie TK Maxx, aber ich lass mich mal überraschen. Gibt's und ja. Natürlich. Wir sehen uns nachher. Okay, Leute. Ich finde irgendwie, das Outlet von Zalando war ja mal mega der Fail. Der mega Fail war auf jeden Fall such a, der Zalando Outlet. But yeah, we wanna keep that. I'm gonna turn that out. So ja, yeah. Ich empfehle euch nicht ins Zalando Outlet zu gehen. Erstens ist es voll und erstens ist es sau warm. Also ja, yeah. It's like BTK Max. Nur, dass es Zalando trägt. Ja, nichts gegen Zalando, aber ist einfach so. Warte. Leute, diese geile Sau hat sich einfach diese geilen Schuhe gekauft. Oh mein Gott. Hat sie noch eingepackt. Oh mein Gott, diese Wutte. Looked at these. Oh, scheiße, voll unsensibel ausgepackt. Die sind schon nice. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Ich muss auch noch ein Foto machen, wie waren die da drin so, ne? Ja, das ist schon geil. Mashallah. Hallo und herzlich willkommen zurück. Day 2. Aber dieses Mal, ich bin voll hinter die Sonne. Egal. Aber dieses Mal gehen wir in einen super geilen Wald, wo wir in der Kindheit immer hingegangen sind. Dieses Mal ohne guten Freunden, denn wir genießen mal die Zeit ohne Eltern, meine Schwester und ich, und gehen jetzt diesen geilen Weg einfach mal entlang und machen ein paar Fotos und machen ein geiles Picknick. Und ja, schmeckt mich auf jeden Fall gleich wieder, wenn wir dann eine geile Location gefunden haben, ne? Würde ich mal sagen. Oh mein Gott, Leute, ich werde einfach angegriffen von so vielen Tieren. Okay, war ja auch voll schlau, gelb anzuziehen. Not. Okay, wir haben jetzt gleich schon die erste Fotolocation. Hallo, gehen Sie bitte nicht auf den Weg, bitte. Okay, wir haben schon mal die erste Location. Also ich finde die schon ganz schön nice. Und ja.
in der Heide. So, ja. Ich finde immer, man sollte mal die Natur genießen. Tja. Ist halt schon wichtig, meiner Meinung nach. Einfach die Zeit für sich nehmen und mal überlegen, was man so macht in seiner Freizeit, ob das alles richtig ist or not. So, like, ich bin voll erschrocken gerade. Ja. Wir sehen uns gleich wieder bei der ersten Location. Okay, wir haben die erste Pause gemacht. Zwar ist es unser erster Shootingsort, sag ich mal so, hier. Wir machen gleich auch noch mehrere Fotos. Die ersten haben wir schon mal fertig. Die findet ihr auf unseren Social Media Kanälen. Einmal von meiner Schwester, den verlinke ich euch hier. Und einmal von mir, den verlinke ich auch mal nochmal hier. Könnt ihr sehr gerne abchecken. Würde ich mich sogar sehr freuen, wenn ihr mir da folgt. Und ja, wir werden jetzt erstmal genüsslich etwas essen, weil wir zum Mittag nichts hatten. Und ja, da sehen wir uns gleich wieder. Hi! And welcome back to my vlog. I have a worst. Da alle Leute mal sagen, ich bin irgendwie voll fake in meinen Vlogs. Nein, Leute, bin ich nicht. Ich hab mich früher geliebt. Boah, ich schmeck echt eklig, ne? Ich kann die echt nicht mehr essen. Schweinefleisch, jodierte Speisesalz. Dextrose. Ah. Leute, falls ihr ein ASMR wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Nur kleiner Wurst. Okay. Boah, ich hatte dich fast verschluckt, ey. What are you doing? Okay, ich melde mich gleich wieder an. So, Leute, wir sind gerade so auf der Flucht, weil uns einfach so ein scheiß Schwarm voller Fliegen angegriffen hat, ey. Jetzt gehen wir einfach diesen Weg. Wir denken uns, YOLO. Junge, was war das für Fett? Keine Ahnung, geht jetzt schon weiter. Oh mein Gott. Leute, Horror. Okay, Leute. Wir haben endlich unsere Kindheits-Ding wiedergefunden. Oh mein Gott. Leute, wir sind zweimal hier hingefahren, wir haben danach gesucht. Und was ist? Wir haben es nie gefunden. Und da dieses rote Ding. That's it. Ja. Und mein Schnürsenkel geht wieder auf. I need somebody help. Ja, fliegentechnisch hat sich auch alles geritzt. Aber oh, der sieht so unspektakulär aus, ne? Früher war der geiler. Wir haben ihn gefunden, Leute. Mal gucken, was um den Spielplatz geht. Ist ja nicht so, dass ich 19 bin und auf den Spielplatz gehe. Just kidding. Ja. Aber es ist richtig schön da. So, ja. Enjoy. So. Wir haben uns jetzt eben schnell, beziehungsweise meine Schwester hat sich eben schnell ein anderes Outfit besorgt. Hier aus dem Waldshop natürlich. Da gibt es natürlich die besten Dinge. Naturbelassen und so, ne, würde ich mal so sagen. Okay, Leute. Warum steht da überhaupt jemanden? Irgendwie steht da ein komischer Gang. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich muss richtig fett pissen. Sorry. Und ja, aber vorher machen wir noch Bilder und so. Weil the locations are not ending. Falls ihr wissen wollt, wo das ist, kann ich euch gerne in die Kommentare schreiben. Einfach dazu, falls ihr es wissen wollt, in die Kommis schreiben. Dankeschön. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder bei der nächsten Location. Hoffe ich mal. Und ja.
Wetter hält sich noch. Noch soll ja schlechter werden. But hopefully not. Aber wir müssen links, ne? Mhm. Bis gleich. So. Oh. Wir sind jetzt zurück, beziehungsweise sind jetzt auf dem Heimweg. Ja. Wir haben gerade noch ein bisschen getalkt. Ja. Halt über unsere, genau, unsere Kindheit und so, wie die verlaufen ist und so. Und ja, man muss einfach schätzen, was man derzeit hat. Und ja, meine Schwester findet einfach nicht mehr diesen Schlüssel. Ja, wir werden jetzt gleich nochmal einkaufen gehen, weil nix bei uns ist, was wir mögen, sage ich mal. Werden wir nachher unseren schönen Abend machen. Getrennt natürlich, weil ich noch was zu tun habe, denke ich mal. Stimmt, du hast ja, nee, morgen dein Date. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Liebe Leute, hier findet ihr meine anderen Videos. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Hier links könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und da würde ich mal sagen, sehen wir uns bald wieder, meine